Hallo, hier ist wieder eure Hanni und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wenn ihr mich so seht, habe ich was vor. Entweder Schminke oder Maske. Ja, und zwar möchte ich mit euch heute eine Tuchmaske testen. Genau, ihr seht, Osterdeko steht jetzt, ne? Gestern noch schnell gemacht, weil ich wollte erst später Osterdeko aufstellen. Und da habe ich so überlegt, wenn jetzt hier die ganzen Beautybox kommen, also Glossybox steht schon in den Startlöchern, müsste ich jetzt die Woche bekommen. Das wird ja alles auf den Frühling abgestimmt sein und da brauchst du die Deko passend zum Thema. Und guck mal, mein Beauty-Häschen Olga ist auch schon am Start. Ne, Olga? Ich dachte so, ey, die passt ja voll gut hin. Zu dem Regal passt die super, ne? Auch zu den Farben her. Ich habe überlegt, Olga immer hier stehen zu lassen. Ne, es ist einfach ein Beauty-Häschen, ne? Die gehört da einfach in die Ecke. Und da habe ich überlegt, eigentlich kann man die doch immer da stehen lassen. Schreibt mir das in den Kommentaren. Würdet ihr das auch so machen? Würdet ihr die da hinten stehen lassen? Ich denke, ich werde das so machen. Mal gucken. Ne? Irgendwann noch mal, wenn wieder ein bisschen Normalität einkehrt. Und ne, kommt ja hier hinten auch noch mal ein größeres YouTube-Regal. Ne? Also da kriegt denn Olga ein Ehrenplätzchen. Jawohl. Ja, es ist so. Wenn man so lange zu Hause ist, hier wegen Corona und so. Was heißt zu Hause? Ich gehe ja noch zwischendurch arbeiten raus. Ne? Aber man trifft halt nicht mehr so viele Leute. Man geht nur noch arbeiten, trifft da die Leute und dann war's das, ne? Dann gibst du einfach deinen Kuscheltieren, deinen Dekofiguren, gibst du Namen. Das ist einfach so, ne? Da, man wird schon ein bisschen... So, okay, jedenfalls ist das auch eine Verlosung an meine Abonnenten. Und zwar gibt es heute eine kleine Osterverlosung. Ja, ja, und zwar habe ich für euch, das zeige ich euch gleich, ne? Eine kleine Beauty-Kiste zusammengestellt, ne? Diese Osterverlosung. Genau, da sage ich gleich noch mehr dazu. Ne? Also bleibt dran. Auf jeden Fall nur testen wir diese Tuchmaske hier. Ne? Und ich würde sagen, von DM, Balea. Ich, dusselige Kuh, dachte so, Mensch, du hast doch vor kurzem bei DM bestellt. Warum hast du nicht noch so eine Tuchmaske für deine Abonnenten bestellt und mit in die Box gepackt? Auf jeden Fall könnt ihr die aber noch bei DM erwerben. Was die so, ich habe nämlich gerade mal geguckt, was die so kostet, blende ich euch mal hier ein. Aber ja gut, das ist eine Limited Edition, aber die gibt es schon eine Weile, ne? Ich denke mal, ihr kennt die bestimmt schon. Aber ich dachte so, wir testen die jetzt mal, wir gucken uns das an und dann packe ich eine, mache ich noch gleich eine Verlosung draus, ne? Und, ich würde sagen, wir schneiden die jetzt mal auf. Ich schneide die immer unten auf, ne, damit ja nicht kaputt geschnitten wird. Die Maske habe ich runtergeknietscht. Ich habe hier auch schon ein Handtuch liegen. Ist natürlich vegan. Ne? Und ich dachte, dazu passt dieses Haarband, ne? Zum Koala. Das Rentierhaarband. Band passt halt nicht, ne? Dann holen wir das gute Stück mal raus und wir lesen uns gleich dann mal durch, was sie machen soll, ne? Natürlich, lasse ich nicht 20 Minuten oder wie lange soll sie einwirken, quatsche ich euch hier nicht voll. Ich glaube, aber ich denke, der ein oder andere würde das nicht stören. Ich weiß, ne? Ich weiß, ich kriege öfters mal Kommentare, dass sie das cool findet. Aber heute mal nicht, heute mal nicht. Ich will danach noch vielleicht Videos abdrehen, mal gucken. Ein paar aufgebraucht, so von noch... lasst euch überraschen, ne? Ich würde sagen, wir machen die jetzt mal... Oh, die ist süffig. Ist die süffig. Da sieht man schon. Das wird schon Koala. Ist das niedlich. Oh Gottchen. So. So sieht sie aus. Ich werde sie mir gleich noch mal ein bisschen zurechtzuppeln. Na? Guckt mal. So sieht sie aus. Und dann kommt hier so ein Eukalyptusast aus dem Mund raus bei Koalas. Essen ja gerne Eukalyptus. Ne? Das wissen wir ja. So. Okay. Ich lasse so eine Tuchmaske mal länger oben. So, ich werde mal vorlesen. Genau. Balea Tuchmaske Be Fresh. Intensive Feuchtigkeit mit Hyaluron und Eukalyptusextrakt. Naja, wer hätte das gedacht, ne? Ah, die sieht echt witzig aus, oder? Die sieht so geil aus. Ich mache öfters mal so Tuchmasken-Tests. Ich habe ja so gedacht, vielleicht bringen sie an Ostern Isana oder Balea mal so eine schöne Tuchmaske raus. Das war ja letztes Jahr diese Kükentuchmaske, ne? Kann ich dir ja mal hier oben durchlaufen lassen, MI. Da kannst du dir das ja mal angucken. Da habe ich auch irgendwie eine Palette noch vorgestellt. Guck einfach, was da durchläuft.
Intensive Feuchtigkeit, ja, habe ich doch schon mal vorgelesen. So, oh, die ist drinnen noch richtig süffig, Leute. Ich muss mir mal das Handtuch drunter packen. Feuchtigkeit spendet und erfrischend. Spendet intensive Feuchtigkeit für einen frischen und strahlenden Tor. It's Koala Time, steht oben. Mach es, die rutscht mir immer beim Sappeln, ne? Mach es wie der Koala und nimm dir ausgiebig Zeit zum Entspannen und Genießen, zum Ausruhen und Erholen. Die Balea-Tuchmaske so intensiv mit, die Balea-Tuchmaske Refresh mit Hyaluron und Eukalyptus-Extrakt erfrischt die Haut und versorgt, das löst sich hier immer, sie intensiv mit Feuchtigkeit. Die Tuchmaske mit dem süßen Koala-Brunnen schmiegt sich sanft die Haut an und sorgt für so eine ideale Wirkstoffaufnahme für einen gepflegten Ton und ein sanftweiches Hautgefühl. Genau, ja, soll man 15 bis 20 Minuten oben lassen und die Rückstände einmassieren. So, ich würde sagen, ne, wir gucken uns dann gleich mal das Ergebnis an. Ich lasse die hier zu lange einwirken. Das machen wir jetzt gleich. Ihr müsst mich jetzt mal ein bisschen ernst nehmen und ihr konzentriert euch auf den... Und zwar habe ich euch eine Beautybox gepackt, ne, ne, schön, das, also schön passend jetzt zu Ostern. Und ich packe euch noch eine kleine Osterüberraschung mit rein. Ne? Genau. Und zwar habe ich mit reingepackt Fair Organic Vegan von I plus M. Nährende Creme, Nourishing Creme mit Avocado Hyaluron. Anti Blue Light. Ne? Es ist so ein, ich lasse das mal zu. Ja, müsst ihr aber schnell aufbrauchen. Also sobald ihr das angebrochen habt, Leute, das ist, weil das so halt Naturkosmetik ist, vegan ist und das hält dann immer nicht so lange. Ne? Das müsst ihr, denn das stand auch, glaube ich, mal oben, würde ich sagen. Genau, nährende Creme pflegt trockene und anspruchsvolle Haut mit fairem Bio-Avocado-Öl, feuchtigkeitsspendendem Hyaluron, Schmetterlingsflieder, schützt vor Hautschäden. Durch blaues Bildschirmlicht, die Haut fühlt sich spürbar glatt an. Ja, ne, packe ich euch mit rein, weil Gesichtspflegeprodukte habe ich mehr wie genug im Backup. Ist so eine Firma aus Berlin, soll so sehr Naturkosmetik Berlin, genau, Naturkosmetik. Ne, müsst ihr aber schnell aufbrauchen, innerhalb von einem Jahr, denke ich mal, ne. Genau, einfach das könnt ihr gewinnen. Ich stelle euch das mal nochmal hier so im Hintergrund hin, ne, da habt ihr das nochmal so ein bisschen im Überblick. Denn... Von Essence, was in dem Essence Adventskalender drin war, könnt ihr zwei Lippenstifte haben. Ich zeige euch die auch nochmal kurz. Ja, oh, jetzt habe ich die Verpackung kaputt gemacht. Oh, sorry, Leute, ich hoffe, das stört euch jetzt nicht. Ne? habt ihr zwei Lippenstifte? Ist Weihnachtsdesign, aber ist ja egal. Einmal so, ne? Die sind auch unbenutzt, die habe ich auch nicht, weil Lippenstifte habe ich mehr wie einmal ein schönes Rot. Ich sag mal so Nude-Rot. Denke ich mal, genau, Spread the Love, genau, und einmal so Nude-Farben, ne, und ihr könnt die hochdrehen, ne, genau, zwei Lippenstifte im Weihnachtsdesign, weil Lippenstifte, Leute, habe ich mir genug, es ist der pure Wahnsinn, sage ich euch, ist ja egal, zu Ostern passt halt ein bisschen Weihnachten, ne, so, dann habe ich euch noch mit reingepackt von Yves Rocher, kriegt ihr ein bisschen was, einmal diesen Kohl, Pen, ihr seht, der ist noch eingeschweißt, der ist zu, weil Kajalstifte habe ich ohne Ende mehr wie genug da und so schnell sind die ja nun mal nicht aufgebraucht, ne? Genau, ne, seht ihr, unbenutzt. Es ist ein kleiner, also es ist jetzt kein großer, eine schöne Reisegröße, ne? Passt in jeder Hand, hat, naja gut, ein Kajalstift sowieso, genau. Einfach nur ein schwarzer. Die löse ich immer beim Sappeln, ne? So, dann von Yves Rocher ein Mascara. Volumen Elixier, ihr seht, der ist auch noch eingeschweißt und unbenutzt. Den habe ich nicht mal aufgemacht, um zu gucken. Ne? Es ist die Farbe nur, es ist ein schwarzer. Ja, soll halt Volumen machen. Ja, ne? Soll halt Volumen machen. Denk mal auch ein bisschen länger. Ne? Ja. Den. Dann von Yves Rocher dazu einen Nagellack. Es ist ein schönes Rot, ne? Nail Polish. 5 Milliliter, die Farbe Grisnor. Ja, genau. Ne, den könnt ihr auch haben, weil die Farbe habe ich schon so ähnlich da. Weil ich hatte ja mal von Yves Rocher den Adventskalender gehabt, also den
Neujahrs-Adventskalender, den man zwischen Weihnachten und Silvester aufmacht. So, dann habe ich aus meiner Goodiebox Adventskalender, könnt ihr diese Monolidschatten haben, von PES. PES wird das, glaube ich, ausgesprochen. Und zwar Pink Pearl. Der ist auch unbenutzt, ne? Also, weil Monolidschatten brauche ich nicht. Ich habe meine Lidschattenpaletten ohne Ende da. Es ist halt ein schöner, dezenter, ne? Damit könnt ihr einen schönen, dezenten Look schminken für den Alltag, ne? Genau. Wie gesagt, aber Monolidschatten habe ich mehr wie genug. Quatsch. Lidschattenpaletten und die Farbe habe ich mehr wie genug da hinten in meinen Lidschattenpaletten. Und deswegen habe ich mir so gedacht, packe ich den mal in eine Verlosungskiste. Eine Glasnagelfeile, ne? Genau. Eine Glasnagelfeile, weil Nagelfeilen habe ich mehr wie genug und ich habe eine Glasnagelfeile und die reicht mir, ne? Und die könnt ihr haben. Ja, bevor ihr so schön Nagellack macht, könnt ihr halt schön, ne? So, vorher euch die Nägel feilen. Hier habe ich ein Säckchen von Moshi Moshi Mind, was mal in der Goodiebox war. Und zwar ist das so ein... Da habt ihr auch eine Beschreibung dazu, aber allerdings auf Englisch, ne? Sonne kommt raus. Heute ist ein bisschen trüb und windig. Mint Gua Sha, ne? Genau, und der sieht so ein bisschen aus wie so ein Fisch, ne? Und ich denke mal, das ist so wie dieser Gui Sha Stein, der in der Glossy Box war, ne? Dieses Plasteding, was die uns als Stein verkaufen wollten. Leute, das ist wirklich ein Stein. Das ist wirklich ein Stein und... Der ist nicht aus Plaste, aber ich habe den Jade-Roller von Moshi Moshi Mind und ich habe jetzt halt dieses Plastik, das löst sich hier, Vieh von der Goodiebox, ne? Und das macht man halt auch so, ne? Man nimmt das so und dann tut man das so von innen nach außen, oder warte mal, nee, Quatsch, anders, ne? So, nee, so, oder so, und dann auch am Hals hier so lang für die Nymphdrainagen und ein bisschen zur Durchblutung und so. Und ja, ich dachte, nee, komm, das will ich jetzt. Nö, ich habe Jade-Roller und den Gua Sha Plastikstein von Glossy Box. Ne? Genau. Das. Dann habe ich was noch für die Haare. Einmal von Shuumiru Art of Hair. 75 Milliliter. Die rutscht. Die rutscht und ah. Color Lust Real Brilliant Lay Shampoo, ne? Genau, so. Genau, und dazu dann halt auch diese Haarmaske, ne? Shuumiru, ne? Dachte ich so, dann bekommt ihr das in Kombi zusammen mit der Haarmaske. Weil das ist, die Haarmaske ist so für trockenes Haar. Aber wisst ihr, ich habe Haarmasken, Shampoo, Spülung habe ich genug da und ich habe kein koloriertes Haar und das ist halt für koloriertes Haar. Ne? Und dann dachte ich so, bekommt ihr das mal in der Verlosungs-Beauty-Box von mir. Und die Haarmaske 15 Milliliter dazu für trockene Haare, dachte ich so, dann bekommt ihr die auch. Ne? Ja, das passt dann halt schön. Und zum Schluss ein Parfüm von Narciso Rodriguez, 4 Milliliter. Das ist wirklich nur halt, und nö, jetzt habe ich mir den Nagellack abgeblättert. Ne? So ein kleines, ne? Also, ja, könnt ihr so sprühen. Ich will jetzt nichts versprühen. Und das soll nach Frangipani, Ilang-Ilang, Ember und Cedar riechen. Genau. Und guckt mal, ich dachte, das passt jetzt so schön zu Ostern. Ne? Passend halt so schön, so eine bunte, so ein bisschen so, sieht so ein bisschen aus wie Ostergras, und das halt ein bisschen blau ist. Genau. Das könnt ihr alles gewinnen, ne? Ich würde sagen... Wir sehen uns gleich wieder und wir gucken dann uns das Ergebnis an, wie die Haut danach aussieht, wie sie sich erholt hat. Ich werde jetzt erstmal noch mal kurz entspannen. Genau, bis gleich. Ja, ich bin wieder da. Die war jetzt viel zu lange oben, Leute. Ich habe jetzt ein bisschen verdaddelt jetzt. So, wir nehmen es jetzt mal ab. Das ist jetzt total bei mir eingezogen, Leute. Ganz ehrlich. Also ich glaube, da brauche ich jetzt nicht mehr viel einmassieren. Tschüssi, war schön mit dir. Ja, naja, komm bestimmt nochmal. Und wird auch ein bisschen Haar ich noch oben, ne? Oh doch, also ich muss sagen, ich fühle mich fresh. Es war gerade gut, fresh. So, ich fühle mich richtig gut, ja, muss ich wirklich sagen. Ich habe ein bisschen was gemacht, meine Haut, ja, ich sehe immer blass aus, ne? Das ist halt, aber, naja.
Schön. Ja, ne? Und macht schönes Hautbild. Doch, muss ich sagen, gefällt mir richtig gut, hat mir gut gefallen. Ja, viel brauchte ich jetzt nicht einmassieren. Ist ein bisschen klebrig, aber naja, das geht auch weg. Muss mal meine Augenbrauen ausrasieren hier wieder. Ja, kommt gleich noch alles. Wir werden noch ein paar Videos drehen. Jo, ihr Lieben, das war die Maske. Also ich finde, ja, man sieht, also ich bin erfrischt im Gesicht, ne? So wie es halt, ja, Feuchtigkeit hat auch sehr gut gespendet. Das ist gut bei mir eingezogen. Ich brauchte jetzt nicht viel einmassieren. Ja, also ich finde, oh, ne? Man sieht jetzt keine Veränderung, dass sie irgendwie dadurch schöner aussehen. Aber ich kann euch sagen, ich fühle mich richtig frisch und die macht richtig schön. Doch, also meine Haut fühlt sich gut an und ja. Ja, ihr Lieben, das war's von mir. Ne? Das war halt die Balea-Tuchmaske Be Fresh. Gibt es noch bei DM. Ich würde sagen, das war's von mir. Wegen der Verlosung, schaut unten in die Infobox, da stehen alle weiteren Infos. Die Verlosung lasse ich jetzt bloß eine Woche laufen, weil ich habe gemerkt, eine Woche reicht und dann habt ihr alle geguckt und könnt bei der Verlosung teilnehmen. Das habe ich jetzt bei den anderen Verlosungen gemerkt, ne? Und nächste Woche Sonntag, 18 Uhr, ne, ab 18 Uhr schwinge ich dann wieder meine Verlosungskugel, ne? Und dann lose ich wieder aus, wer gewonnen hat, mein Beauty-Package, ne? Ihr seht ja nochmal alles so ein bisschen. Genau, und ja, Hashtag, lasst mir einen lieben Kommentar da mit dem Hashtag Osterhasi oder den Hashtag Oster-Emoji. Kann ich dir mal hier auch nochmal einblenden, ne? Genau, und wie gesagt, ist für meine Abonnenten, muss natürlich Abonnent meines Kanals sein. Am besten öffentlich, aber ich kann nun mal niemanden zwingen. Na ja, öffentlich ist immer ein bisschen besser. Ist der Träger hier verrutscht? Na, genau. Und ja, einfach noch mal unten lesen, was so steht. Ne? Und solltest du mich noch nicht abonniert haben, kannst du es jetzt sehr, sehr gerne tun. Den Abo, meinen Kanal zum Abonnieren, siehst du hier. Dann blende ich dir noch meine Playlisten ein von meinen ganzen Maskentests, die ich bis jetzt gestartet habe. Ne? Den aktuellsten Upload und irgendein Video werde ich hier noch einblenden. Lass dich überraschen, was ich hier einblende. Und ich sage jetzt, Tschüssi, es war mir wieder ein Fest. Macht's gut, eure Hanni.